برا الحزن البوق والزوارة برا برا الفزن الحزن مبقى آمان برا برا العطش والناس منحوسين برا برا الحرمة الظلم والعبودية برا برا نشف الميدان هلك الأوراق برا برا النجوم تفضل كت الشمس Pass auf die Landminen auf. Okay, das ist nicht witzig. Ich habe gelesen, dass es hier noch über 500.000 nicht detonierte Landminen gibt. Als ich das letzte Mal hier war, hatten die da drüben einen Scharfschützen postiert, der Zielübung auf meinen Arsch gemacht hat. Fünfjähriges Jubiläum klingt nach guter Story. Doug, reden Sie mit Ihren alten Kontaktleuten und nehmen Sie Benjamin mit. Ich will etwas über die Versöhnung bringen. Sie wissen schon, muslimische und serbische Witwen oder sowas. Sir, wird erledigt. Gut, passen Sie auf die Landminen auf. Oh, okay, das ist wirklich nicht witzig. Du bist das erste Mal über den Teich und sollst über was berichten, wovon du nicht den geringsten Schimmer hast. Das kann ja heiter werden. Ja, Franklin und mein Vater waren der Meinung, das hier wäre ideal für einen Anfänger wie mich, von wegen nasse Füße bekommen und so. Wessen Sohn warst du nochmal gleich? Der des Vizepräsidenten von Network. Oh. Ja. Ich lese alles, was ich kriegen kann, aber dieser Krieg war höllisch kompliziert. Er war die Hölle. Und daran ist überhaupt nichts kompliziert. Wenn der Winter reinweht. In Dankung! Er beehrt uns tatsächlich mit seiner Anwesenheit. Und mit seinem Spesenkonto. Die Drinks gehen auf Network. Gehen Sie nicht. Hören Sie nicht auf das, was er sagt. Hey, wieder mit den einfachen Soldaten im Schützengraben. Oh, Brian, schön, dich zu sehen, Mann. Ich hab. Du siehst scheiße aus, Mann. So wie deine Mama. Es kommt von dem vielen Geld in den Frauen, das schlaucht. Zwei Sarajewskas, bitte. Entschuldigt, wenn ich mir ein Stück Seife leisten kann. Ihr solltet auch mal wieder baden. In Dankung! Abend unter uns einen ganz besonderen Gast. Was? Und er ist noch Jungfrau. Nein, nein. Oh. Deshalb füllen wir ihn halt ab. Yes. Dein erstes Mal und du reist mit Dank. Ich hoffe, du hast eine Schutzweste dabei. Seinem letzten Frischling haben sie ein Ei weggeballert. Das ist wahr. Deshalb haben sie Doug damals nach New York geschickt, weil er Feuergefechte ansieht, wie scheiße die fliegen. Chivili, Kumpel, Chivili. Das ist komisch. In dem Land, das halb so groß ist wie Kentucky, gibt's 20.000 NATO-Soldaten. Trotzdem finden die keinen Kriegsverbrecher. Solange die nicht ein paar von den Wichsern fangen, kriegt das Land seine Wirtschaft nie auf die Beine. Ja, vor allem diesen Fuchs. Oh, das wäre eine heiße Story. Ja? Und wer ist dieser Fuchs? Steht über ihn nicht in deinem Bosnien-Buch? Zeig mal her. Was steht denn da Schönes drin? Bosnien. Danke. Dr. Dragoslav Boganovic, der Fuchs, ist der meistgesuchte Kriegsverbrecher in Bosnien. Er hat während des Krieges die Vergewaltigung und Ermordung tausender unschuldiger Moslems befohlen. Auf seinen arroganten Schädel ist eine Belohnung von 5 Millionen Dollar ausgesetzt. Oh. Ja. Jeder, angefangen bei der UNO, der CIA und der NATO, sowie sämtliche Kopfgeldjäger bis hin zu Chuck Norris sind auf der Jagd nach ihm. Ich glaube, unser junger Freund braucht einen Schliwowitz, und zwar schnell. Das ist gut. Ist wie ein Brandy. Ja? Und wie gut? Ich sag's mal mit einem alten bosnischen Sprichwort. Wenn von dem Zeug eine Flasche auf dem Tisch steht, sitzt der Teufel in der Ecke und lacht sich ins Fäustchen.